ist mein erstes Mal. Also bitte seien Sie sanft zu mir. Bitte. Nicht gleich in den Po ficken. Das mag ich nicht. Fest. Nein, nein, bitte machen Sie Liebe zu meinem Po. Oh, danke. Selbstbewusster Start eines Comedy-Neulings im Berliner Scheinbar-Varieté. Es sind ihre ersten Sekunden als Humoristin namens Katie Cat. Eine halbe Stunde vor der Show im Backstage-Bereich. Die Po-Sex-Performerin wirkt eher verschlossen. Viermal in der Woche strömen die Zuschauer in die Berliner Scheinbar. Im kleinen Theater heißt es dann Open Stage. Ein Testlabor für Kleinkünstler und das seit 1984. Selbst der Chef weiß nicht, ob der Abend Highlights oder eher dilettantische Nummern bringt. Peinlich berührt, finde ich super. Also weil die Scheinbar lebt davon, dass Leute sich trauen, Dinge zu machen, die noch nie passiert sind. Und die Chance zu scheitern ist groß. Und ich finde das toll. Helene Mierscheid ist an diesem Abend die Moderatorin. Sie hat die Auftritte der Künstler in eine Reihenfolge gebracht und führt durch den Abend. Also ich erkläre kurz das Prinzip. Scheinbar heißt, Open Stage heißt, es ist eine echte offene Bühne. Also wenn Sie in der ersten Hälfte ein Talent entwickeln, kommen Sie in der Pause zu mir. Und ich baue sie noch ins Programm. Regel 7 Minuten, danach muss leider Schluss sein. Manchmal auch Gott sei Dank, wenn ich ehrlich sein darf. Und die Moderatorin behält recht. Die Skala des komödiantischen Könnens ist breit. Karlauernde Stand-up-Nummern wechseln sich mit gesungenen Schenkelklopfern ab. Ralf aus Rudo macht's mit Worten. Ja, schön, dass ihr so gut drauf seid. Ich habe persönlich Probleme. Meine Freundin hat mich verlassen. Und ich hatte heute so einen sentimentalen Tag. Ich habe lange an sie gedacht, bis mir die Hand wehtat. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Und zwar die Firma Beiersdorf vertreibt ein Hühneraugenpflaster. Dieses Hühneraugenpflaster kommt mit einem 4-seitigen Beipackzettel. Besonders schön ist das Kapitel 3. Wie ist Hansaplast Hühneraugenpflaster anzuwenden? Ich darf mal zitieren. Soweit vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis Doppelpunkt ein Pflaster direkt auf das Hühnerauge kleben. Also ich meine, ist okay, ne? Hätte ich wahrscheinlich auch ohne Anweisung zu gemacht. Was mich stutzig macht, ist der Satz, soweit vom Arzt nicht anders verordnet. Also ich weiß nicht, wo man sich das Ding sonst noch überall hinkleben kann. Ich möchte Ihnen jetzt mal vorführen, wie der Blutpenis funktioniert. Also, ich werde Spaß haben, ich hoffe Sie auch. So, also der Blutpenis sieht was ihn interessiert. Oh? Aber sprichst denn du? Aber sprichst denn du? Aber sprichst denn du? Ist nicht sehr eloquent, aber mein Gott, ist ein Penis, ne? Was erwartet ihr denn? So, ich bin fertig, vielen Dank. Ja, ich denke mal, das ist eine Altersfrage. Also wir sind hier zu 8 und wir fanden die Nummer daneben. Aber ich denke, jüngere Leute würden das vielleicht netter finden. Eine Geschmackspolizei gibt es im Scheinbar-Varieté nicht. Der Chef hat bisher nur 3-mal ein Wiederauftrittsverbot ausgesprochen. Wir hatten einmal einen Jongleur hier, der spielte, hatte eine laufende Motorsäge. Und wenn man sich hier umguckt, wie klein das ist, unser Techniker, der am nächsten dran sitzt, der hatte Schiss. Dann hat gesagt, das geht nicht. Man kann nicht mit einer laufenden Motorsäge den Leuten 2 Zentimeter von der Nase rumfummeln. So, das mussten wir verbieten. Dann hatten wir mal Leute hier, die hatten das Thema Ficken für den Frieden, gingen auf die Bühne und machten dann ihren sexuellen Akt. Das war uns zu wenig künstlerisch, sage ich. Ich habe es leider selber nicht gesehen, ich bedauere das immer noch, aber da haben wir auch gesagt, nee, das ist zu wenig. Und wir hatten jemanden, der das Ganze als Therapiestunde benutzt hat. Und da haben wir auch gesagt, nee, Schwanzlutscher oder solche Geschichten, wenn das ungebrochen ist, also nicht lustig, dann wollen wir das auch nicht haben. Auftakt zur Schlussrunde an diesem Abend. Und Zeit für Gero Kunisch, der mit feinsinnigem Nonsens beim Scheinbar-Publikum landet. Wie viel Uhr ist bei dir zum Beispiel? Ich habe keine Uhr an. Oh, und dann guck mal nebenan so. Vielleicht. Halb elf? Halb elf. Halb elf hier, Mann. Halb elf? Hey, ich auch. Wir haben es weit geschafft. Bis zur 3. Strophe. Von den Strophen, die das Stück so hart ist, die 3., die am meisten doofe. Ich brauchte mehr Material, deshalb Strophe 3.
erst hat sie angefangen, jetzt ist sie vorbei. Kunisch genießt den Applaus nach seinem erst zweiten Auftritt als Komödiant. Also das Comedy-Fach ist total neu für mich. Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt gestern Abend überlegt, also ich habe gestern hier mit den Songs aufgetreten und so. Und dann habe ich gedacht, ich will auch mal ein bisschen was quatschen. Und ja, das war lustig und hat total Spaß gemacht. Gero Kunisch, Katie Cat oder der Junge im Bademantel Ralf aus Rudo. Sie werden wiederkommen. Die meisten von ihnen treibt ein Traum an. Ja, klar, weiß ich, dass man hier auch ab und zu mal entdeckt werden kann. Ich weiß, dass hier Kurt Krömer aufgetreten ist. Ich weiß, dass hier Mario Barth, der jetzt das Olympiastadion dreimal vollgemacht hat, aufgetreten ist. Es gibt auch einen sehr schönen Eintrag hier auf der Scheinbar-Webseite, so, wo Mario Barth 2000 anfragt, ob er denn hier mal moderieren dürfte, wenn es denn irgendwie möglich wäre. Also so, da sieht man auch einfach mal, wie klein er damals selber noch war. Vielleicht sagen die Zuschauer dieses Abends in ein paar Jahren, Ralf aus Rudo, der hat doch damals im Bademantel den Gag mit dem Blind Date gebracht. Soziologiestudentin, bisschen schlecht rasierte Oberlippe. Und da haut ihr so einen knaller Satz raus, so einen Satz wie, ich bin der Meinung, man sollte Kinder geschlechtsneutral erziehen, damit sie später selber entscheiden können, was sie sein möchten. Und dafür habe ich geduscht.